Bitte. Ja. Los geht's. Okay. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Das ist Ruben Wessling. Mein Name ist Ruslan Göker. Wir sind von hosting.de. Wir stellen euch heute High Performance Joomla Hosting vor. Jetzt könnte man sich fragen, warum noch ein Performance-Beitrag, warum noch ein Performance-Thema? Das Internet ist voll von Blogbeiträgen, YouTube-Videos, Wikis, How-Tos, wie man die Performance seiner Webseite erhöhen kann. Es geht nicht schnell genug. Es geht nicht schnell genug, ja. Viele dieser Beiträge im Internet, die fangen in unseren Augen auf der Treppenstufe Nummer 5 an. Wir wollen heute Treppenstufe Nummer 1 anfangen, also mit der Basis. Ja, mit der Basis, die mit überschaubarem Aufwand umgesetzt werden kann. Ja, viele von uns oder von euch machen das nicht hauptberuflich. Viele machen das neben seinem Hauptberuf, abends, am Wochenende. Und da können wir oder da könnt ihr nicht Wochen, Tage, Stunden in die Performance-Optimierung investieren. Deswegen fangen wir bei Treppenstufe Nummer 1 an und wollen die Basics euch vorstellen. Warum sollten wir Zeit in Performance-Optimierung investieren? Auch ganz bewusst an der Stelle nicht stecken, nicht machen, sondern investieren. Das ist Aufwand und Aufwand kostet Geld. Unsere Besucher sind in der Regel ungeduldig. Ihr kennt das Phänomen, Link wird geklickt, wenn er nicht geöffnet werden kann. Oder es wird F5 gedrückt, bis die Webseite dann irgendwann lädt. Besucher sind generell sehr, sehr ungeduldig. Wir können durch Performance-Optimierung insgesamt die Gesamtkapazität unserer Infrastruktur kostenlos steigern. Ja, wir müssen später in neue Hardware investieren. Ganz wichtig im E-Commerce-Bereich. Ja. Es gibt viele Studien da draußen, die sagen, dass durch die Reduktion der Ladezeit um beispielsweise eine Sekunde die Conversion Rate um bis zu 4% steigt oder sogar um bis zu 7%. Das ist eine gewaltige Summe. Google Ranking. Ja, Google analysiert die Webseite, Google analysiert JavaScript, Google analysiert Bilder, CSS-Dateien und so weiter und so fort. Google analysiert auch die Performance der Webseite. Wenn wir die Performance, die Ladegeschwindigkeit der Webseite erhöhen, können wir ohne AdWords unsere Position in Google steigern und dadurch unsere Umsätze gegebenenfalls. Und Performance ist besonders wichtig für mobile Anwender. Ja? Der Desktop-User ist es vielleicht gewohnt, auf einen Link zu klicken und dann ein Stück weit zu warten, bis die Seite lädt. Der Mobile-User erwartet das mehr oder weniger in Echtzeit. Das ist besonders wichtig für Mobile-Anwender. Knapp 20% des Datenverkehrs in Deutschland in diesem Jahr wird von mobilen Endgeräten verursacht. Insgesamt lassen sich dann zwei essentielle Fragen stellen. Die erste Frage, wie verhält sich die Performance der Webseite bei vielen gleichzeitigen Besuchern? Und die zweite Frage, wie schnell kann der einzelne Besucher die Webseite öffnen? Das ist insgesamt keine Entweder-Oder-Frage. Es bringt nichts, wenn wir unsere Server, unsere Webseiten auf die maximale gleichzeitige Anzahl an Besuchern erhöhen, dabei aber jeder Besucher eine Ladezeit von 10 Sekunden hat. Ja, das ist kein Weg für uns. Das, was wir erreichen wollen, ist natürlich die maximale Anzahl an gleichzeitigen Besuchern bei einer Reaktionszeit von deutlich unter 4 Sekunden. Wenn wir über Zeit reden, stufen wir das in drei Größen ein. Das ist einmal eine Reaktionszeit von 0,1 Sekunden. Da hat der Benutzer keine Wahrnehmung einer Verzögerung. Das ist für ihn in Echtzeit. Der Besucher hat das Gefühl der vollen Kontrolle. Dann haben wir die Größe von einer Sekunde. Da hat der Besucher ebenfalls das Gefühl der vollen Kontrolle, weiß aber, dass der Computer etwas tut nach dem Klick. Und dann haben wir eine Geschwindigkeit Richtung 10 Sekunden oder ab 10 Sekunden, wo der Besucher einfach frustriert ist und das Programm oder die Webseite schließt. Also 10 Sekunden sind im Webbereich für uns absolut inakzeptabel. Das, wo wir hinwollen, ist die eine Sekunde. Ja? So, insgesamt lassen sich jetzt drei Ziele für heute formulieren. Wir wollen euch unsere Ergebnisse vorstellen, die wir bei der Optimierung einer echten Kundenwebseite erreicht haben. Wir wollen euch zum Schluss drei kompakte und verständliche Handlungsempfehlungen präsentieren. Wir wollen heute keine eierlegende Wollmilchsau-Infrastruktur aufbauen, keine eierlegende Wollmilchsau-Technik vorstellen, sondern drei kompakte und verständliche Handlungsempfehlungen,
die ihr dann in der Praxis umsetzen könnt. Und wir wollen die Kundenwebseite möglichst gegen eine Sekunde bringen. Ja, das ist unser Ziel. Was wir heute nicht einbeziehen, das sind CDNs. Varnish, der Talk von Jan-Erik am Samstag, unbedingt hingehen. Änderungen am Core von Joomla. Hardware-Upgrades, mit Hardware können wir alle schmeißen, kostet Geld. Lieber überschaubaren Aufwand in Performance-Optimierung setzen und erstmal an der Hardware sparen. Wir wollen keine externen Joomla-Extensions einbeziehen und wir wollen nichts von Hand tun. Ja? Wir wollen mit überschaubarem Aufwand die Effekte erreichen. Die Ausgangssituation ist eine vorhandene Kundenwebseite, Sanka und Rainer. Die Kundenwebseite ist HTTPS verschlüsselt. Ja, danke schön. Vielleicht ganz kurz erstmal, wie wir testen. Also wir haben eine Messreihe, oder wir haben mehrere Messreihen gemacht, wir haben Optimierung gemacht, haben die getestet, haben die Ergebnisse aufgeschrieben. Ich will jetzt einmal die Optimierung vorstellen und dann die Messergebnisse. Vielleicht erst einmal, womit wir getestet haben. Zum einen Chrome hat sehr gute Developer-Tools, die es auch erlauben, für jeden Request, den eine Webseite macht, anzuzeigen, wie lange hat der gedauert, wo wurde die Zeit dafür aufgewendet, war das beim DNS, war das beim Aufbau der TCP-Verbindung, bei der SSL-Verhandlung oder bei der Übertragung der Daten an sich. Das haben wir also genutzt für die schnelle Kontrolle, ob die Optimierungsschritte überhaupt was gebracht haben. Um dann auch wirklich vergleichbare Werte zu kriegen, die man vorstellen kann, haben wir Webpage-Test benutzt. Das ist quasi ein Dienstleister, der diverse Server betreibt, auf der ganzen Welt verteilt geografisch, mit verschiedenen Browsern installiert, verschiedenen Betriebssystemen, mit denen man sehr gut reproduzierbar Messergebnisse machen kann, die man auf eine verlässliche Aussage nutzen kann. Wenn man das mit dem Chrome, was ich auf dem Rechner macht, ist man immer darauf angewiesen, was machen meine Kollegen im gleichen Netzwerk, ist mein Internetanbieter gerade eingeschränkt, lieber dann einen Service nutzen, der ist auch kostenfrei, da tut man sich also nicht weh mit. Zuletzt haben wir noch Siege benutzt. Siege ist ein Tool für Lasttests, sprich damit simuliere ich nicht nur den einzelnen Besucher, der auf die Webseite kommt, sondern ich simuliere hunderte Benutzer, tausende Benutzer, zehntausende Benutzer auf, wenn ich möchte. Und kann so mal nachprüfen, wie sich meine Webseite verhält, wenn ich mal bei Spiegel Online verlinkt werde oder bei Heise verlinkt werde oder bei ähnlichen Seiten, die viel Traffic bringen. Den Aufbau des Tests sieht wie folgt aus. Wir haben eine einzige Virtual Maschine auf der Hardware laufen, also einen Hausserver, den man auch kaufen könnte. Alle anderen Gäste haben wir allerdings runtergeschmissen, damit uns nicht die Last von anderen Leuten die Messwerte verfälscht. Das ist ein kleiner V-Server, den man so für 5 Euro am Markt kaufen kann, den wahrscheinlich viele auch benutzen für kleinere Webseiten. Ein CPU-Kern, 1,5 GB RAM, Festplatte und wir haben ein Debian Wheezy installiert. Die Webseite, die wir für die Optimierung verwendet haben, lädt ungefähr 30 Dateien, überwiegend CSS- und JavaScript-Dateien von verschiedenen Joomla-Extensions. Sehr wenig Bilder, es ist eine sehr textlastige Webseite. Für die Tests haben wir mit Siege gleichzeitig 40 Verbindungen simuliert. Das ist schon eine ganze Menge Traffic. Das ist dann eher so Spitzenlast-Traffic. Das ist nicht Traffic, den man über einen ganzen Monat durchgängig hätte, sondern es ist, wenn man mal wirklich verlinkt wird und gerade vielleicht viral wird und dann mal für einen halben Tag richtig Power auf dem Server haben muss. Außerdem mit Webpage-Test, wie eben schon erklärt, das haben wir nach jedem Optimierungsschritt gemacht. In Siege haben wir nicht nur die Joomla-Seiten an sich getestet, sondern wir haben auch die CSS- und JavaScript-Dateien eingegeben, dass man den gemischten Content hat, den man auch in einem echten Fall hätte, weil die Leute rufen ja nicht nur die PHP-Seiten ab, sondern sie rufen auch Bilder ab, CSS-Dateien, JavaScript-Dateien. Vor dem Test mit Webpage-Test haben wir ein Warm-up gemacht, damit die Caches des Betriebssystems, der Datenbank und von Joomla warm sind, damit man einfach Messergebnisse hat, die der Realität entsprechen, weil wenn man viel Last hat oder Performance hat, es sind nur wenige Kunden, die initial den Cache warm laufen lassen müssen. Danach hat man einen warmen Cache und dementsprechend mehr Performance. Und wir haben nach jedem Test den Server neu gestartet, damit wir keine Verfälschung haben, dadurch, dass die Caches beim Siege zum Beispiel schon warm sind oder noch wärmer sind mit anderen Sachen, damit wir wieder vergleichbare Ergebnisse haben. Das Setup softwareseitig. Wir haben ein Joomla 3.4 verwendet mit Apache 2.2, PHP 5.4 mit ModPHP. Das ist so das, wenn man sich ein Tutorial im Internet raussucht, wie installiert man einen eigenen V-Server, dann, um Joomla zu betreiben, dann endet man mit so einem Setup. Das haben wir nochmal getestet, 40 gleichzeitige Connections. Auf der linken Seite seht ihr die Ergebnisse von Siege, also den Lasttest, auf der rechten Seite von Webpage-Test. Vielleicht kurz zur Erklärung, die Anzahl der Transaktionen ist, wie viele Aufrufe der Seite hat Siege machen können. Transaktionen pro Sekunde ist, wie schnell das ging, also sprich, einen Aufruf pro Sekunde hat das Ding geschafft.
Die durchschnittliche Ladezeit ist leider ein bisschen abgeschnitten, war dann 2,8 Sekunden. Und auf der rechten Seite Webpage-Test war dann, wenn ich jetzt meinen Browser besuchen würde, hätte das Laden 3,36 Sekunden gedauert. 0,84 Sekunden ist die Zeit, wann der Browser das erste Byte von meiner Webseite empfangen hat. Sprich, zu dem Zeitpunkt war Joomla fertig, die Seite zu erstellen und hat sie losgeschickt an den Server. Und der Browser musste noch anfangen, sich das zu parsen, was überhaupt runterzuladen, zu parsen, CSS-Dateien zu identifizieren, die nachzuladen. Und die restlichen 2,5 Sekunden hat er dann dafür verwendet. Das heißt, nach 3,3 Sekunden war der Nutzer voll fertig und bedienbar. Der Server war vollkommen überfordert. Mit 40 gleichzeitigen Verbindungen ist der Server komplett abgekackt. Man konnte ihn nicht mehr sinnvoll benutzen. Wir waren gleichzeitig per SSH auf der Konsole und man konnte den Buchstaben beim Tippen zusehen, wie sie erscheinen. Das heißt, jeder weitere Benutzer hat das Ding in die Knie gebracht. Es war sogar so, dass einzelne Verbindungen gedroppt wurden. Das heißt, es war gar nicht möglich, diese Last auszuhalten. Wir haben erst einmal testweise geguckt, wie viel der Auslastung vertragen könnte mit dem Setup. Bei 25 gleichzeitigen Connections war so die obere Grenze. Das ist auch schon nicht wenig Traffic, aber sehr, sehr langsam dabei. Der erste und wichtigste Schritt bei der Performance-Optimierung von PHP-Webseiten ist auf PHP-FPM zu wechseln. PHP-FPM läuft außerhalb des Apache-Prozesses, das ist ein eigener Prozess, was dafür sorgt, dass PHP nicht gestartet werden muss für statische Dateien wie CSS, JavaScript und Bilddateien. Das spart schon mal eine ganze Menge RAM. Wenn wir einen V-Server wie hier haben mit einem halben Gigabyte RAM, ist jedes Megabyte RAM kostbar, weil es ist einfach nicht sehr viel. Außerdem skaliert es viel besser auf mehreren Systemen. Das ist jetzt im unserem Fall nicht relevant, weil wir haben nur einen einzigen Kern im Betrieb. Wenn man jetzt aber einen Server hat, der 10, 15 Euro kostet im Monat, hat man auch zwei Kerne, vielleicht sogar schon drei Kerne, dann bringt PHP FPM nochmal mehr. Wenn man sich die Ergebnisse mal ansieht, dann muss ich mich einmal entschuldigen, der Beamer zeigt die Balken nicht sehr schön an, deswegen hoffe ich einfach mal, dass man es trotzdem halbwegs erkennen kann. Ich habe, glaube ich, so einen tollen Laser, probieren wir mal aus. Das hier ist die Transaktionsrate. Auf der linken Seite seht ihr immer den vorherigen Schritt, also sprich den Ausgangszustand. Auf der rechten Seite seht ihr das neue Ergebnis. Das heißt, die Transaktionsrate ist so um 80% hier hochgegangen ungefähr. Das heißt, unter Hochlastzeiten kann ich 80% mehr Benutzer bedienen. Das ist schon eine ganze Menge. Was man gleichzeitig aber auch sieht, ist, dass die Responsezeit massiv hochgegangen ist. Die hat sich fast verdoppelt. Das liegt daran, der Server bedient viel mehr Benutzer und dadurch dauert der Einzelbesuch ein bisschen länger. Wenn man sich Webpage-Tests hingegen ansieht, für den einzelnen Benutzer hat das jetzt nicht viel gebracht. Der spart so 200 Millisekunden, das ist nett, ist aber nicht weltbewegend. Aber zumindest ist der Server bedienbar, auch mit 40 gleichzeitigen Verbindungen. Das ist schon ein enormer Gewinn. Zweiter Schritt, Keep Alive, GSIP und Joomla Cache. Drei Schritte. Keep Alive hält Verbindungen für einen Zeitraum offen. Wenn ich Keep Alive ausmache, wird für jede einzelne Datei eine neue TCP-Verbindung aufgebaut. Da wir auch noch gleichzeitig SSL aktiv haben auf dieser Webseite, heißt das auch, jedes Mal muss die SSL-Verbindung neu verhandelt werden. Das kostet Zeit. Zur Probierung auf Serverseite. Dadurch, dass ich GSIP aktiviere, kann ich gerade Textdateien und bis zu 80% vom Platzbedarf reduzieren. Gerade mobile Anwender werden das wertschätzen, wenn man auch den Traffic bezahlt oder gedrosselt wird nach einem gewissen Volumen, was die meisten Mobiltarife in Deutschland ja leider sind, ist man dafür dankbar, dass jedes Kilobyte gespart wird. Außerdem ist es bedeutend schneller, 20 Kilobyte zu übertragen als 100 Kilobyte. Und der Joomla Cache ist das, was es bringt, den Serverlast zu reduzieren. Joomla, wenn man einfach nur den Cache anmacht, speichert diverse Modul-Renderings und Datenbank-Queries zwischen im Dateisystem, dass sie nicht für jeden Besucher neu laufen lassen müssen. Das bringt auch nochmal eine ganze Ecke. Zusammen sehen wir dann schon dieses Bild. Wir haben 320% der Transaktionen erreicht. Das heißt, wir können auf einmal dreimal so viele Besucher aushalten, wie wir es vorher konnten. Also enorm viel. Und wir sind trotzdem sogar schneller geworden dabei, dass wir nochmal 10% schneller haben unter dieser Spitzenlast. Das heißt, wenn wir eben mal 10 Benutzer gleichzeitig hatten, haben wir jetzt schon die Möglichkeit, 60 Benutzer innerhalb von 10 Sekunden zu bedienen. Das ist eine ganze Menge schon. Wenn man sich den Webpage-Test auf der rechten Seite ansieht, die Ladezeit für den einzelnen Benutzer ist auch deutlich gestiegen. Das sind ungefähr 35% weniger. Das heißt, der Kunde ist viel wahrscheinlicher, dass er noch da bleibt. Dritter Schritt. PHP 5.4 haben wir ja im Einsatz. Bytecode Cache APC. PHP wird eigentlich, wenn man es normal, klassisch ausführt, jedes Mal vom Dateisystem geladen, die Dateien. Alle Dateien, das ist ja nicht nur eine Datei, aus der Joomla besteht, sondern aus tausenden Dateien. Wird gepasst, kompiliert und ausgeführt. Das dauert sehr lange. Wenn man APC installiert, wird das nur einmal geladen und gepasst und kompiliert und danach im RAM zwischengespeichert. Das spart zum einen viel IO-Last, wenn man eine Festplatte jetzt in dem Fall einsetzt, ist das schon mal wichtig, und es geht einfach viel, viel schneller. Das heißt, Latenz sinkt.
Ab dem zweiten Aufruf bringt das eine Menge, der erste Aufruf ist langsamer. Dadurch, dass beim ersten Aufruf mehr gemacht werden muss, um es im RAM zwischenzuspeichern. Wenn man da große Probleme mit hat, ist der Tipp, nach jedem Neustart mit einem kleinen Skript einfach die Seiten einmal aufzurufen, dann wird der Cache sparen und danach haben die Kunden auch ein gutes Erlebnis. Das bringt uns nochmal eine ganze Menge. Die Transaktionszahl haben wir wieder um einen Faktor 2,5 verbessern können. Mittlerweile schaffen wir es jetzt 160 Leute in 10 Sekunden die Webseite auszuliefern. Außerdem ist die Response-Zeit massiv nach unten gegangen, von über 5 Sekunden auf knapp unter 2. Das heißt, wir sind jetzt in einem Gebiet angekommen, wo man sagt, das ist eine Webseite, die ich auch bedienen möchte. Vorher war es sehr, sehr langsam, wer möchte 5 Sekunden darauf warten, wenn er bei Heise einen Link anklickt, bis der ausscheint. Auch auffallend diesmal, die First-Byte-Zeit ist stark gesunken. Das heißt, der Gewinn liegt nicht darin, dass der Browser schneller Sachen nachladen kann, sondern daran, dass Joomla schneller fertig ist zu rendern und frei wird für den nächsten Kunden. Update auch PHP 5.6 mit Byte-Cache-Opcache. Mit jeder neuen Version von PHP gibt es massive Verbesserungen der Performance. Wenn man sich mit PHP auf alten Versionen bleibt, tut man sich keinen Gefallen. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern gerade auch aus Performance- und Stabilitätsgründen. PHP 5.5 war in dem Fall besonders wichtig, da APC, was nie offiziell unterstützt wurde, durch Opcache ersetzt wurde. Opcache ist früher von Zend ein kommerzielles Modul gewesen, für das man nicht wenig Geld bezahlen musste, was sie dankenswerterweise vor 2 Jahren open-sourced haben. Das bringt uns jetzt nicht mehr so viel wie der initiale Schritt zu APC, aber dafür, dass das Update eigentlich keine Arbeit macht, sondern 3 Klicks unter Ubuntu oder Debian sind, haben wir trotzdem nochmal einen schönen Gewinn. Wir haben 13% mehr Transaktionen und sind trotzdem 11% schneller dabei. Für den einzelnen Benutzer bringt das diesmal nicht so viel, das ist so 1%. Aber unter Last merken wir, deutlich mehr Kunden können wir bedienen. 5. Schritt und mein Lieblingsschritt, weil ich diese Software einfach gerne mag, Nginx. Apache ist eine Software von 1995. Die hat sich natürlich weiterentwickelt, auch stark weiterentwickelt. Das Projekt ist sehr aktiv, aber trotzdem von der Architektur her merkt man, dass es auf einem anderen technischen Stand ist als Nginx. Nginx hat einen anderen technischen Ansatz verfolgt, einen sehr modernen Ansatz, ist zwar auch schon von 2002, ist aber auch heute noch hochmodern, arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip von Node.js, hat man vielleicht viel gehört von, dass die sehr viel mit I.O. sehr gut können, Nginx arbeitet nach dem gleichen System. Nginx ist besonders schnell bei statischen Inhalten. Wenn ich statische Dateien, CSS, JavaScript, Bilder auf meinem Server habe und die viel auf der Seite verwende, kann Nginx mit weniger RAM die an die Kunden ausliefern. Dynamische Inhalte funktionieren natürlich trotzdem. Also genauso wie mit Apache kann ich per FastCGI oder anderen Schnittstellen dynamische Inhalte ansprechen. Was es nicht gibt, ist ModPHP. Das heißt, der Schritt von ModPHP zu PHP-FPM muss auf jeden Fall gemacht werden, bevor man darüber nachdenkt, auf Nginx zu wechseln. Und ganz wichtig, es gibt keine htaccess-Datei. Jeder wird seinen Joomla schon mal konfiguriert haben über die htaccess-Datei. Ansonsten sehen die URLs ein bisschen weniger schön aus. Und auch für diese andere Konfiguration. Wenn man seinen eigenen Server betreibt, ist das kein Problem. Man kann das einfach in der Nginx-Config-Datei ändern. Wenn man einen Shared-Server beim Webhoster betreibt, muss man mit dem sprechen, dass die Konfigurationsmöglichkeiten trotzdem gegeben sind. Wie man sieht, für den Lastfall haben wir nochmal eine Ecke mehr Transaktionen, das sind ungefähr 5%. Wenn wir schon auf einem hohen Niveau jetzt sind, ist auch schon 5% nicht mehr wenig. Das sind nämlich ungefähr 15 mehr. In 10 Sekunden. Auch für den einzelnen Kunden bringt das eine Ecke. Das sind nochmal 150 Millisekunden schneller für das Update von der Webserver-Software. Das heißt, ich habe immer noch nur sehr wenig Arbeit in meine Seite gesteckt. Ich musste nichts dem Kunden sagen, du musst jetzt weniger Bilder auf deiner Seite haben. Ich habe einfach nur mit ein bisschen Optimierung von meinem Server nochmal 5% rausholen können. Schritt 6. Nutzt den Browser-Cache. Die beste Datei ist die nie übertragen werden muss. Wenn ich den Browser-Cache aktiviere, über den HTTP-Cache-Header, den ich im Apache, im Nginx oder auch im Joomla selber setzen kann, da gibt es entsprechende Plugins für, dann werden Dateien, die ausgeliefert werden, beim nächsten Mal nicht wieder vom Browser abgefragt. Ich kann sagen, wie lang das ist, das können 30 Minuten sein, das kann auch ein Jahr sein. Das muss man ein bisschen gucken, wie häufig sich die Dateien ändern. Die Gefahr ist nämlich, wenn ich dann was ändere und die Sachen der Browser nicht mehr abfragt, dann ist die Seite eventuell kaputt. Das kann man umgehen mit Techniken, wenn ich die Dateien einfach jedes Mal umbenenne, wenn ich sie ändere. Dann ist es egal, weil er immer die richtige Datei abfragen wird. Jetzt habe ich ein bisschen übersprungen. Besonders interessant ist Caching für statische Dateien, CSS, JavaScript, Bilder. Die ändern sich nicht so häufig. Meine Artikeltexte kann ich unmöglich vorhersehen, ob da jetzt nochmal ein Rechtschreibfehler drin war, der noch korrigiert werden muss. Oder auf meiner Startseite müssen die neuen Artikel regelmäßig erscheinen. Das kann ich nur sehr schlecht cachen.
mein CSS ändert sich vielleicht einmal die Woche, wenn es hochkommt. Beim ersten Besuch bringt mir das gar nichts. Das heißt, das ist vor allem spannend für Leute, die entweder häufig besuchen, zum Beispiel auf Nachrichtenseiten, oder ist es spannend für Leute, die weiterklicken. Die meisten Besucher bleiben nicht auf der Startseite stehen, sondern steigen tiefer in die Seite ein. Und dann ist auch die Ungeduld höher. Bei dem ersten Schritt, beim ersten Besuch, haben die Kunden eine höhere Toleranzschwelle, bis die Seite lädt. Wenn sie dann auf den Link klicken und weiterkommen, dann muss das zack, zack gehen. Ansonsten springen die Kunden ab. Das haben wir zwar ein bisschen anders getestet, weil eben haben wir immer den ersten Besuch verglichen. Das bringt natürlich nichts in dem Fall. Deswegen haben wir uns bei Webpage-Test den Repeat-View angesehen. Das ist auch möglich. Die simulieren, dass man den Browser einmal schließt, wieder öffnet und die gleiche Seite normal aufruft. Wie man sieht, haben wir die Ladezeit für so einen erneuten Besuch oder fürs Weiterklicken auf einen anderen Link auf die Hälfte reduziert. Statt 1,5 Sekunden brauchen wir jetzt weniger als 1 Sekunde. Das heißt, wir sind jetzt an der Schwelle gekommen, wo der Kunde komfortabel dadurch navigieren kann und nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie wahnsinnig viel passiert. Schritt 7 und der letzte Schritt, Mod PageSpeed. Mod PageSpeed oder PageSpeed allgemein ist ein Projekt von Google, um die Performance des Internets zu steigern. Es gibt ein Tool, PageSpeed Insights heißt das mittlerweile. Das ist eine Webseite, da kann man sich Optimierungstipps abholen. Die sagen dann, ob man CSS-Dateien kombinieren soll, ob man Bilder optimieren soll, ob die Sachen nicht richtig minified sind und so weiter. Ist aber viel Arbeit. Mod PageSpeed ist cooler, das ist ein Modul für Apache und Nginx. Das installiere ich und der macht das alles für mich. Viel bequemer. Was kann das Ding? In unserem Fall haben wir es konfiguriert, dass es die Sachen minified und kombiniert, sprich aus mehreren JavaScript-Dateien eine macht. Die Bilder komprimiert, das ist vor allem bei PNG-Dateien sehr interessant, da kann man eine ganze Menge rausholen. Ich habe da schon Bilder von, was weiß ich, 200 Byte auf 20 Byte gehen sehen. Und ich muss eben nichts an meiner Anwendung verändern. Das Einzige, was wichtig ist, damit das Kombinieren funktioniert, müssen Expire-Header vom letzten Schritt gesetzt sein. Weil NotPageSpeed hat seinen eigenen Cache und guckt sich an, wie lange, sagt mir der Webseitenersteller, bleiben diese Seiten gleich oder diese Dateien gleich und verlässt sich darauf. Schön ist aber, dass es nicht im Browser läuft, wenn es schief gehen sollte und ich noch was dringend ändern muss, ich kann einfach den Cache-Ordner löschen. Was bringt das Ganze? Unter Last bringt mir das gar nichts. Unter Last habe ich den Effekt nicht, weil was NotPageSpeed macht, ist, es optimiert die Webseite darauf, dass der Browser sie schnell laden kann. Vor allem das CSS und das JavaScript. Wenn ich direkt die CSS-Dateien abrufe, kann NotPageSpeed nicht eingreifen. Was NotPageSpeed nämlich macht, ist, es tut sich das HTML an und schreibt es rum auf andere Dateien. Im Last-Test bringt man es allerdings gar nichts. Im Browser hingegen bringt man schon eine ganze Menge. Das sind nochmal 25% weniger Zeit. Und wir sind beim First View wieder. Das heißt, ich habe jetzt meine First View-Zeit von knapp unter 2 Sekunden auf unter 1,5 Sekunden gebracht. Und damit gebe ich wieder ab. So, das waren jetzt relativ viele Daten. Schauen wir uns das jetzt zusammengefasst einmal an. Haben wir unsere 1 Sekunde Ladezeit erreicht, die wir als Ziel definiert haben. Die Transactions sind von 10 auf knapp 200 hochgegangen. Insbesondere durch die Aktivierung von KeepAlive, GZIP und dem Joomla Cache haben wir hier eine deutliche Performance-Optimierung erreicht und vom Punkt 3 zum Punkt 4 diese Erhöhung ist durch den Bytecode-Cache an der Stelle APC oder auch Cache entstanden. Ja. Wie sieht die durchschnittliche Antwortzeit aus? Das vorne hier ist der Ausreißer. Mit dem ersten Test 40 Connections mit dem Mod-PHP, wo das Server überlastet war. Also haben wir ungefähr die durchschnittliche Antwortzeit von 5 auf 1,5 Sekunden reduziert. Auch hier sieht man wieder, der Effekt hier ist KeepAlive, GZIP und der Joomla Cache und hier die deutliche Performance-Optimierung kommt durch den Bytecode-Cache. Webpage-JSON First View insgesamt von knapp 3,5 Sekunden auf 2 Sekunden reduziert. Auch hier wieder KeepAlive, GZIP, Joomla Cache und dann nochmal ein Stück durch den Bytecode-Cache. Der Repeat View, der sieht nochmal ein bisschen anders aus. Hier erreichen wir durch KeepAlive, GZIP und dem Joomla Cache eine deutliche Optimierung. Dann bleibt das relativ stabil und hier beginnt dann Expires, beziehungsweise das ist der Browser Cache. Ja, da haben wir nochmal ein deutliches Stück an Performance erreicht und hier sind wir auch knapp, beziehungsweise um 1 Sekunde.
So, was könnten wir alles noch machen? Wir wollten ja insgesamt überschaubare, verständliche, kompakte Handlungsempfehlungen geben. Ja? Wir könnten Speedy im Nginx aktivieren. Ja? Das sorgt dafür, dass, dass weniger TCP-Connections zum Server aufgebaut werden, sondern alles über eine TCP-Connections übertragen wird. Wir könnten Memcached installieren und im Joomla die Memcached-Module aktivieren. Dann hätten wir die Datenbankabfragen reduziert. Wir könnten Varnish implementieren. Das hat Jan-Erik am Sonntag gemacht. Wir könnten Full-Page-Cache implementieren über eine Joomla-Extension. Und so weiter und so fort. Es gibt da wirklich viele, viele, viele Stellen, wo man drehen kann, die zur Performance-Optimierung führen. So, jetzt unsere kompakten Handlungsempfehlungen. Was solltet ihr tun? Empfehlung Nummer 1. Aktiviert den Joomla-Cache. Aktiviert gzip auf dem Server. Aktiviert Keep Alive mit möglichst einer geringen Keep Alive Timeout. 3 Sekunden, 4 Sekunden. Und aktiviert unbedingt Expires in Apache. Das ist dieser Browser-Cache. Unbedingt. Das kombiniert man am besten mit unserer zweiten Empfehlung. Wechselt auf FBM über FastDGI. Aktiviert den Bytecode-Cache. Und wenn ihr die Empfehlung 1 mit der Empfehlung 2 kombiniert, dann erreicht ihr schon eine deutlich, deutlich höhere Performance. Es lohnt sich. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann wechselt auf Nginx und implementiert Mod PageSpeed. Ja. Nochmal zusammengefasst, Empfehlung Nummer 1, Keep Alive, gzip, Joomla Cache. Das kombiniert ihr am besten mit FPM und dem Bytecode Cache. Das bringt wirklich gewaltig etwas. Ja, ich behaupte, das bekommt ihr jetzt innerhalb der nächsten 2 Stunden hin. Und wenn nicht, dann kommt ihr zu uns an den Stand und dann können wir das zusammen umsetzen. Ja. Und im dritten Schritt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, wenn ihr ein bisschen testen wollt, legt euch irgendwo eine VM an, DigitalOcean, und dann testet ein bisschen Nginx mit ModPageSpeed. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Optimierungsschritte an- und ausschalten. Ja. Da sind auch einige in der Dokumentation von explizit angegeben mit Achtung, PB Dragons, die sehr gefährlich sind. Da muss man sehr gründlich testen. Es gibt auch andere Sachen, die sind super safe, Minification zum Beispiel. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall muss man da ein bisschen Feintuning betreiben. Man sollte sowas auf jeden Fall nicht blind implementieren, nicht einfach, ich setze mal das Häkchen und wird schon schief gehen. Sondern zum einen, ich muss bei allen Optimierungen immer testen, bringt das wirklich was? Ansonsten mache ich so ein bisschen Schlangenöl verkaufen und ich muss natürlich auch sicher gehen, dass die Seite funktioniert. Ansonsten hat der Kunde nichts davon. Und PageSpeed ist da sicherlich eine Sache, die man gründlicher testen muss, weil es da auch böse Optionen gibt. Im Allgemeinen, wir haben es für die Kunden bei uns auch verfügbar, dass sie es selbst konfigurieren können mit einem von uns ausgewählten Default-Konfigurationen, die bei unserer Meinung nach safe sind. Bis jetzt haben wir da keine Probleme gehabt. Sonst noch Fragen? Dann bedanken wir uns recht herzlich. Achso, Entschuldigung. Sehr spezifische Frage. Ich war auf den World Hosting Days, quasi für die anderen, das ist das große Webhoster-Klassentreffen sozusagen, 3000 Leute in einem Freizeitpark. Und habe da auch, ja wirklich, Europapark, groß, Riesenbesäufnis. Habe da auch immer wieder darauf hingewiesen, setzt PHP FPM ein, weil damit macht ihr den CMS-Menschen das Leben leichter. Das Feedback war, ja, das kann man schon machen, aber das ist aus Hoster-Perspektive performancemäßig schwierig, weil es wohl nicht so gut skaliert. Wie sind da eure Erfahrungen? Quatsch, oder? Ja, unsere Erfahrungen, also wir machen das, wir nutzen jetzt, fünf, sechs Jahre jetzt FastDGI eingesetzt. Mhm. Ne? Ich habe über FastDGI eingebunden und jetzt seit kurzem machen wir das über FPM und wir haben da keine Probleme. Wenn man das System, also wenn man ein Webhosting-System mit 1000 Kunden belegt und nur eine überschaubare Menge an RAM-Speicher zuweist, einmal 4-5 Gigabyte, dann wird das zu wenig sein, weil jede Webseite wird irgendwann einmal aufgerufen, dann wird dieser PHP-Prozess gestartet, gegebenenfalls nicht beendet, dann hat man einen Haufen PHP-Prozesse dort. Wenn man dabei hingeht, RAM ist billig heutzutage, wenn man dabei hingeht und einfach dem Webserver-System 24 GB RAM gibt und das System jetzt nicht mit Kunden überbucht, dann funktioniert das wunderbar.
FastCGI, FPM ist eine RAM-Geschichte. Ja, wenn Hoster sagen, okay, können wir nicht anbieten, dann machen sie es mit Mod-PHP, was noch Sicherheitsprobleme mitbringen könnte, wird, oder sie haben zu wenig RAM-System. Ja, aber unsere Erfahrungen sind sehr, sehr gut. Was, ich habe auch vermutet, dass es eher ein Kostenmaximierungsproblem als ein technisches Problem ist. Ja. Das Problem ist, man hat bei FPM für jeden Kunden einen Prozess am Laufen. Und wenn man jetzt da sehr begrenzt ist, weil man wirklich 10.000 Kunden auf dem Server haut, was es solche Marktbegleiter gibt, die das tun, dann hat man eben auch Probleme. Das muss man einfach vielleicht kurz vorher machen. Aber ja, aus Kundensicht ist das natürlich viel, viel angenehmer, weil man auch mit Rechten, man muss da nicht mit bloßen FTP-Hacks bei Joomla arbeiten, sondern man ist mit den Rechten einfach sicher dran. Ja, vielleicht noch ein Tipp dazu. Viele Hoster nutzen standardmäßig vielleicht Mod-PHP, bieten aber dann an, über die HT-Access auf eine andere PHP-Version zu switchen. Und diese andere PHP-Version ist dann technisch bedingt häufig über FastCGI umgesetzt. Ja, das heißt, irgendwie Default ist dann PHP 5.4 und wenn ihr dann PHP 5.6 benutzen wollt, müsst ihr irgendwas in die HT-Access schreiben und dann habt ihr PHP 5.6 und das läuft dann häufig auf FastCGI und das kommt euch zugute. Warum habt ihr von FastCGI auf FPM gewechselt? FPM ist ein deutlich moderneres System, das ist ja erst durch mit PHP 5.4 reingekommen. 3, glaube ich. Aber oder 5.3. Also es ist ein deutlich moderneres System und wir haben dort die Möglichkeit, einfach viel feiner die Ressourcen im Ziel Kunden zu definieren. Ja, wir können sagen, du darfst 5 Unterprozesse starten, weil du dann 5 Euro im Monat zahlst und wir können dann anbieten, dass du einfach eine größere Webseite betreiben kannst auf der Webhosting-Infrastruktur und 1 Euro mehr bezahlst und dadurch dann 10 Unterprozesse starten darfst, die dann einfach von den Kunden benutzt werden können. Also mehr vom Kontrollaspekt her als vom Performance-Aspekt. Und ist auch noch ein Ticken schneller, aber das ist 5%. Also es ist für den einzelnen Kunden nicht viel, für uns auch insgesamt natürlich schon, weil wenn wir viele Kunden auf dem Server haben, bringt das auch ein bisschen was. Da hat man eben den Nachteil, dass die Prozesse länger erhalten bleiben. Das bringt auch die Performance zum Teil, sorgt aber natürlich dafür, wenn ich jetzt billig Massengeschäft mache und meinen Server wirklich versuche maximal zu überbuchen, dass ich in Ressourcen damit stoße. Das ist aber nicht unser Kundensegment, von daher sind wir mit FPM sehr zufrieden. Ich habe auch noch eine Frage. Ich würde einen Schritt eigentlich hier noch weiter vorgehen. Hat das Host-System auch noch eine gewisse Einfluss? Ich sag mal, nehmen wir mal an, ich habe da jetzt, weiß ich, von SWSoft irgendwie ein Host-System und ich habe da jetzt irgendwie 25 V-Server drauf. Ist das Host-System, habt ihr da irgendwie Erfahrung, wo man sagen kann, okay, mit der Virtualisierungssoftware ist performanter als wie die eine? Wir haben bis vor kurzem ausschließlich SAN benutzt und sind jetzt seit 2-3 Jahren auf KVM gewechselt. KVM hat ein bisschen mehr Overhead auf Host-System-Seite, das heißt nur, wenn man einen virtuellen Vergleich machen möchte, wenn ich ein Host-System habe, könnte ich dort mit SAN 20 Systeme virtualisieren, mit KVM sind nur 15 möglich, weil einfach dieser QEMU-Prozess auf Host-System-Seite einfach ein bisschen mehr Overhead produziert. Mehr CPU-Load, ein bisschen mehr RAM. Grundsätzlich sinkt die Performance wahrscheinlich um 10%, wenn man etwas virtualisiert, aber insgesamt ist das immer noch wunderbar. Das fällt im Betrieb nicht auf. SWSoft nutzen wir nicht, wir nutzen einfach aktuell SAN, KVM und das finde ich wunderbar. Alles klar, Dankeschön. Ja, danke. Und viel Spaß noch. Ja, danke.